Ich vermisse dich nicht, ah, ah, doch will dich wiedersehen. Nur um sicher zu gehen, gehen, gehen. Und ich vermisse dich nicht, nein, du bist es nicht, weil es die Frau, die ich vermisse, nicht. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der... Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Ich habe es nicht für das Geld getan. Hey, tut mir leid. Ich bin es gewohnt, dass jeder nur an sich denkt. Du erinnerst mich an meine Freunde. Die anderen Minutemen, die ihr Leben für etwas gelassen haben, das größer ist als sie. So. Ich habe gerade gemerkt. Selbst. Du solltest mit nach Sanctuary kommen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Ich hätte mein Mikrofon auch gar nicht an, aber jetzt passt das. Wir steigen hier ein mit Preston und seiner Family. In unserer Power-Rüstung und schauen, was sie noch zu sagen haben. Wir kommen zurück. Was ist zu tun? Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben, wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen und ich kenne deinen Schmerz. Bleib mir weg mit deinem Schicksal, Mist. Ich hab dich Auge in Auge einer 6 Meter großen Echse gegenüberstehen sehen. Findest du, danach kann man nicht mehr für alles offen Schon sein? Schon in Ordnung, Preston. Nicht jeder versteht das dritte Auge. Aber du sollst mir nicht glauben, du sollst mir nur zuhören. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Okay, hat den Wundenpunkt getroffen. Ich bin ganz Ohr. Also, Kind, ich weiß, wie das klingt. Das dritte Auge ist seltsam und es sieht nicht immer klar. Aber dein Sohn ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Diamond City? Begib dich nach Diamond City. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war? Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das wartet, hier entspannt kann es euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, ja, aber wir müssen ja nach Diamond City. Okay. Keine Sorge, ich bringe diese Leute nach Sanctuary. Ja, aber du wir hast müssen ja noch weiter. Irgendwas willst du mir doch noch sagen, oder? Bleib bei der Powerrüstung. Wäre schade, wenn sie Rost ansetzen würde. Auf geht's. Du musst in Richtung Diamond City. Wissen wir noch nicht. Lass mich jetzt hier auch mal raus. Öffnen ist dunkel. Jetzt. Ja, mein Mikrofon war anfangs da aus, habe ich jetzt erst gesehen.
Das heißt, das letzte Video, was ich gerade gemacht habe von einem anderen Spiel, ist komplett ohne Mic aufgenommen. Nun gut, so ist das manchmal. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Da liegt Todeskralle. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vor. Klingt, als solltest du dich besser auf den Weg nach Diamond City machen. Genau. Wir sind direkt hinter dir, Boss. Ach, ich bin jetzt der Boss, oder was? Gab es ja nichts mehr zu holen. Diamond City liegt wohl in diese Richtung. Schauen wir mal auf die Karte. Geh zu Preston Cargill Sanctum oder geh nach Diamond City? Was ist denn Diamond City? Nee, er möchte unbedingt erst, glaube ich, dass ich mit ihm hier mitgehe. Hallo. Wir müssen weiter. Dann gehen wir halt weiter. Okay. So langsam. Aus der Nähe sieht. Oh, dass es schon tot ist. Das war ja da oben, ne? Oder? Orientierung wie so ein Stein. Ach nee, es war ziemlich weit noch zu laufen. Kann man denn hier eine Kurzwahl? Ah, ja. Funktioniert das? Todeskrallenhandschuh. Gegner mit brutalen Hieben massiven Schaden zuzufügen. Nahkampf. Okay, hier sind wir schon mal richtig. Was ich als erstes mache ist. Du bist ja etwas gefunden. Ja, mich oder was? Diese Powerrüstung ablegen, weil wir sparen lieber. Wie komme ich wieder raus? Wie kann man denn aus der Powerrüstung wieder raus? Ah, mit E, okay. Ich lasse erstmal hier stehen. Klebeband, Terpentinsicherung. Eine Schreibmaschine nehmen wir natürlich mit. Doc Meat hat etwas gefunden, hat er gesagt. Na, was denn? So, hier ist eine Waffenwerkbank, hier ist eine Werkstatt. Du bist nicht mit dieser Siedlung verbündet. Aber herstellen kann ich schon, okay. Herstellen. Wir nehmen erstmal unsere starken Waffen. Das war das Improgewehr, das nutzen wir relativ oft jetzt. Können wir denn da was verbessern? Das ist schon relativ stark, wa? Standardvisier, ein schöneres Visier wäre gut. Achso, alles was graus geht nicht. Leuchtreflexvisier. Das ist umso weiter runter, umso besser, oder was? Sieht so aus. Wie ist die Präzision besser? Ach, was soll's, wir nehmen das hier. Anfertigung. Klingt auf jeden Fall mal weiß, dass wir den ganzen Mist mitgenommen haben. Eins zurück. Können wir den Verschluss noch ändern. Automatikverschluss bringt uns eine höhere Feuerrate. Die Reichweite geht natürlich deutlich zurück. Wollen wir eigentlich nicht. Schaden wird deutlich erhöht. Das klingt gut. Auf 16. Ich glaube, das machen wir. Den nehmen wir. Ein bisschen mehr Schaden ist immer gut. Kurzer Lauf. Stummlauf. Da ist noch nicht so viel zur Auswahl. Okay. Großes Magazin. Das ist natürlich mehr Gewicht. Keinen Sinn, oder? Lass mal erstmal. Keine Mündungsbremse. Kleines Bajonett für den Nahkampf. Müssen wir auch nicht haben. Noch irgendwas zum Ausarbeiten. Die Schrotflinte. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was machen. Ein Visier brauchen wir da eigentlich nicht. Kurzer Kolben, kurzer Lauf. Das bringt auf jeden Fall was, können wir aber nichts tun gerade. Hier kann man die Präzision erhöhen. Oh, das Gewicht geht immer. Ah, ne, es geht minimal runter.
Ist ja gut. Da gibt es auf 49 Schaden und hier geht's einfach nur präziser. Ich glaube, präziser ist gar nicht verkehrt. Haben wir noch irgendwas, was wir machen können? Visier wollen wir da gar nicht haben. Okay. Die Pistole noch als Notlösung. Das sieht aus, als hätten wir nicht mehr so viel im Inventar. Jo. Jo. Verlassen? Ja. Wie sieht denn unser Inventar aus? 293 von 250. Wir tragen ja viel zu viel. Ach so, ja, wir tragen wirklich zu viel. Transfer. Dann lassen wir mal ein bisschen was hier. Ich glaube, das ist diese riesen Knarre, die wir mit uns rumschleppen. Minigun heißt sie, ne? Da. Die wiegt ja schon 27. Genau. Wir geben erstmal alles rüber, was wir nicht brauchen. Das ist sehr, sehr viel. Weil wenn, dann brauchen wir das ja hier drin, ne, in dem Ding. Patronen nehmen wir mit. Abgenutztes Klemmbrett brauchen wir nicht. Die einzelne Aluminiumdose, Angel, Aschenbrecher, das haben wir schon gehört, Babyrassel, benutze Bierflaschen, Blechdosen, Bleistifte, Drüse, weiß nicht, brauchen wir das? Nehmen wir erstmal mit, das wollen wir ja vielleicht noch grillen, brauchen wir nicht, auch nicht, Dinnergabel. Ist das die, die wir gerade nutzen? Ich weiß nicht. Rekifana, ein Ehering, ja gut, das, den können wir auch erstmal hier lassen. Einkaufskorb. Fusionszellen nehmen wir mit. Das ist, glaube ich, Munition. Glühbirne, Goldtour. Haarklammer nehmen wir mit. Automatikpistole. Ich glaube, die nutzen wir gerade. Da haben wir richtig viele. Sehen wir da auch da, wie viele wir haben? Wir sehen es. So blöd ist denn so ein langgeschriebenes hier, ne? Impro-Pistolen haben wir auch so viele mit. Impro-Gewehr. Welches nutzen wir denn gerade? Chat können wir eigentlich hier lassen. Kaffeekanne können wir hier lassen. Kaffeetassen. Ja, bitte alle. Ja. Ja. Die Kapitänsmütze. Kaugummi. Kochtopf, Leberkombi. Lederharnisch nutzen wir ja erstmal nicht. Oder haben wir ja richtig viele. Obwohl, die hätten wir eigentlich alle verwerten können, ne? Ich weiß nicht, ob wir das wirklich noch brauchen werden. Mais, Malpinsel. Nee, die lassen wir erstmal drinnen. Leder können wir ablegen. Obwohl, damit können wir wahrscheinlich sowieso nicht essen, ne? Das Fleisch nehmen wir nur mit. Das lassen wir hier. Mollys nehmen wir mit. Nu-Cola lassen wir. Naja, komm, lassen wir hier. Plastik-Kürbisteller. Das Fleisch lassen wir hier. Radix ist, glaube ich, zum Entfernen. Genau. Das müssen wir mitnehmen. Radaway auch. Raider-Leder lassen wir hier. Ich hoffe, ich lege nicht das an, was wir anhaben. Rattengift. Rotes Halstuch. Ist ja Kapuze. Das lassen wir hier. Schlagring brauchen wir auch nicht. Schlosserhammer, Schraubenschlüssel. Die nehmen wir mit. Die lassen wir hier. Die nehmen wir mit. Brauchen wir auch nicht. Stange Zigaretten brauchen wir nicht unterwegs. Ach so, hier sehen wir, was wir anhaben. Okay. T-45 linke Arm ist benannt von dem eine Power-Rüstung. Toastkrallenfleisch muss auch noch gebraten werden. Haut ist, glaube ich, zum Bau. Kralle lassen wir hier. U-Bahn-Marker, Anzug. Vorkriegsgelb bleibt hier. Wahrnehmungswackelpudding. Das ist ein Questgegenstand, okay. Zahnbürste. Zuckerbomben. Achso, hier sehen wir, dass wir die nicht nutzen gerade, ne? Wir haben zwei Stück davon. Wir haben viel zu viel hier im Inventar. Achso, nee, das ist... Ah! Da ist so ein Herzchen dahinter. Das nutzen wir also. Das war's. Jetzt kommen wir auf ein Gewicht von 50. So ist das gut. Nämlich jetzt können wir wieder ein bisschen was mitnehmen. Schön, dass ihr auch mal ankommt hier. Entschuldigung? Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden.
Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Vergiss, was ich gesagt habe. Ich will nicht darüber reden. Schon okay. Wir haben alle unsere Vergangenheit, mit der wir zu kämpfen haben. Ich muss nichts wissen, was du mir nicht sagen willst. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Ja, gab gut IP, wa? Wir haben einen Aufstieg erreicht. Level. Wir waren ja dabei, wir wollten erstmal unsere Stärke und Ausdauer ist auch nicht zu verkehrt. Erstmal den einen Wert hoch. Wir können immer nur einen, ne? Ärgerlich. Okay, Karte. Was gibt's zu tun? Pausung, zeigt mir einfach an. Wir wollen aber jetzt eigentlich auch nicht dahin. Wir wollten eigentlich nach Diamond City. Ist das weit? Ich würde schon gerne nach Diamond City. Jetzt geht mal bis dahin. Kann ich platzieren? Ja. Oh je. Daten. Das machen wir später. Wir machen erstmal das hier. Wir machen erstmal das. Das wäre in die Richtung, wa? Mit verbesserten Waffen. Wir müssen über die Brücke. Warum haben wir auf 3 nichts mehr? Haben wir es aus Versehen verkauft? Ach, das war die Minigun, wa? Moment mal kurz. Ist natürlich nicht schön. Schrot müsste doch eigentlich auf 2 liegen. Achso, doch, die lag auf. Die lag schon auf 2. Und die müsste ja auf der 3 liegen, dann passt das wieder. Okay. Munition haben wir überall drin. Jetzt dürften wir hier auch ein Visier haben. Okay, müssen wir festhalten. Oh, ist das, das Visier ist immer richtig hässlich. Also ist auf jeden Fall kein Vorteil. Nun gut. Diamond City, in diese Richtung. Jo. In diese Richtung. Was uns da wohl erwartet? Werden wir da Sean finden? Ist ja ein Glück, dass ich nicht abgedrückt habe hier. Wie so einen Krach machst. Dog Meat. Dog Meets Me. Relativ ruhig hier. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Kein Raider. Keine Gegner. Eine Todeskralle. Tür. Das ist da bestimmt Diamond City da hinten, oder? Doc Meat ist seinen eigenen Weg gegangen. Gibt's hier noch was? Nee. Nur kaputte Autos. Ups, falsch gehabt. Doc Meat hat einen Gegner entdeckt. Oh oh. Das ist natürlich uncool.
die halten gerade sehr viel aus. Oh, war der auch immer schnell. Uff, hast du noch einen Gegner? Da ist noch einer. Ich glaube, mit dem komme ich ohne Visier besser klar. Oder? Oh, bist du weit geflogen. Kuhkochen vor Kriegsgeld. Noch einer. War das ein Headshot? Also mit dem Visier einen Headshot zu machen, ist gar nicht so einfach. Zumindest für mich. Eine Zahnbürste. Gut, dass er gut eine Zahnbürste dabei hat. Oder? Headshot-mäßig sehr schwer umzusetzen. Eine Whiskyflasche. Eine Tasse. Platzen wir mal herein. Bleib einfach liegen. Schlaf weiter. Lass dich nicht stören. Du hast sogar Patronen dabei und einen Silbermedaillon. Eine Laborstation. Könnten wir uns Granaten herstellen? Heilung. Minen. Verwertbares. Derzeit haben wir ja nichts dabei. Wir haben ja gerade alles zurückgelassen. Ups. So war das nicht geplant. Wir wollten verlassen, ja. Weil wir ja nicht alles mit uns rumschleppen können, sonst können wir nichts mehr tragen. Aber so richtig war jetzt hier nichts, ne? Bisschen Plunder. Na gut, weiter geht's. Richtung Diamond City. Türe Schüsse. Ist ja doch freundlich, oder? Wo hast du denn zwei Köpfe? Bist du böse? Nein. Okay. Lass ihn doch. Wo kamen diese Schüsse gerade her? Ist das ein Gegner? Guck, wie soll ich denn so einen Kopf treffen? Wirklich. Boah, vergiss es. Nichts mit Scharfschützengewehr. Gequält, aber es hat funktioniert. Was zum? Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Ich habe Angst vor dir. Scheiße, du kommst weg von mir, du bist tot. Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Ja, gleich. Mein Bein! Oh, Bein gebissen. Schönen Tag. Saubere Arbeit. Wo ist die Leiche? Haben wir die Leiche zerfetzt? Nee. Schrotkugel. Schweißte Räderrüstung und das Bein. Was hat er hier noch bei sich? Hm. Nichts erwähnen, dass wir das Scharfschützengewehr könnte man Gutes gebrauchen, was wir gerade gemerkt haben. Das ist ja absoluter Witz hier, das Ding. Das war nur ein kleiner Speerposten. Gehen wir weiter Richtung Diamond City. Lass mich bitte vorbei. Auge sei wachsam. Große, hier ist alles zerstört. Der Atomschlag schien riesig, oder? Ich glaube, das ist kein Gegner. Nein. Mitzis. Ich kaufe und verkaufe. Oh. Zeig einfach mal, was du hast. Dann schauen wir, ob wir uns nicht einig werden. Na, ich hab gerade alles weggegeben. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Was hast du denn Schönes? Verkäufer. Ein Bügeleisen, na ja, wunderbar. Hm. Reißen wir jetzt nicht so vom Hocker, wa? Wollen wir irgendwas loswerden? Eigentlich nicht. Eigentlich würde ich gerne alles behalten. Wenn wir irgendwas doppelt hätten. Ich glaube, dieses Frogkriegsgeld.
Das können wir verkaufen. Laufen und halt abbrechen? Abbrechen? Nein. Nein. Wie kann ich denn jetzt hier verlassen wieder? Annehmen, okay. Das ist nicht, hat sich nicht ganz umsonst für dich hier gewesen. Hier werden wir mal nichts nehmen. Ich glaube, das mag er nicht so. Vor allem mitten zwischen den Raider-Spielposten hat er seinen Handelsposten. Ob sich das hier lohnt? So, wie weit haben wir es denn noch Richtung Diamond City? Sieht man da eine Kilometerangabe? Sieht man nicht. Schade eigentlich. Da haben wir wieder diese zweiköpfigen. Ich würde sagen, das sind Rehe. Oh. Seid ihr böse oder seid ihr nicht böse? Hundchen. Ey, komm. Wir legen uns jetzt hier nicht mit den Tierchen an, oder? Wir holen uns da lieber den Raider. Vor allen Dingen, wenn man so sieht, wenn jemand dieses Visier reinschubt. Einfach so zwei Schrauben reingesetzt und das ist dann das Visier. Es ist... Das haben wir gerade verbaut, ne? Na gut, wir haben nur so Müll gefunden. Hier sieht es aus, als ob hier gleich Gegner kommen. Hier ist auf jeden Fall... okay, ich verstehe. Wir haben gleichzeitig einen aufgeweckt. Hat der da oben auch noch einen gehabt? Ja. Ja, super. Habe ich hier gerade Schritte hinter mir? Level up. Also die Waffe ist wahrscheinlich eher was für den Nahkampf. Komm, steh wieder auf. Alles gut? Alles gut. Goldohr und schnell raus hier. Moment, ich will mal kurz einen neuen Skill verteilen. Verweglichkeit. Aktionszeit geschickt, aber bestimmt wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Machen wir einfach die Stärke. Oder? Die Ausdauer. Ach komm, machen wir einen Stärkepunkt. Piu! Und weiter geht's. Abfallentsorgung. Gilbert Brothers. Die Gilbert Brothers. Schön. Warte. Die Munition gar nicht, oder? Bei den Viechern hier. Wow. Verwirr mich nicht hier. Ich glaube, hier ist nicht viel zu holen. Aber oh ja. Ja gut, das ist der Schlag doch besser als einen Schuss zu verwenden. Oh. Ist gerade in den Weg gerannt, tut mir leid. Alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Und wir finden hier einfach mal lange grüne Lumpen der Kinder von Atom. Was für ein Schwachsinn. Patronen, ja, zumindest ein Patronen gab es ein paar. Na gut. Ah, hier liegt noch einer. Nun gut. Wenn das alles gewesen ist. Militärfrequenz. Feuerunterstützung. Hol dir die Militärfrequenz. Militärfrequenz. Auf dem Weg dahin können wir das ja mitnehmen. Radio. Da. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungstub Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte.
Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Mhm. Da soll ich alleine euch jetzt abholen, ja? Ihr schafft das automatisierte nicht. Nachricht wird wiederholt. Na gut. Hier ist Diamond City Radio. Auf keinen. Na, das muss auch nicht sein. Dann bleiben wir lieber bei der normalen Umwelt. Militär, da müssten wir ja gerade was Neues auf der Karte erhalten haben. Nö. Eine Polizeistation, hat sie gesagt. Wo ist denn hier eine Polizeistation? Keine Ahnung. Schüsse, das sieht ja aus wie eine Polizeistation hier. Gut geschützt. Können wir mal vorbeigucken, ne? Wenn wir schon auf dem Weg hier sind. Zumindest erstmal die Bösen von den Guten unterscheiden. Hier drin, ja. Hier ist Stress. Entschuldigung? Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Ich bin Kammerjäger. Ich habe gehört, dass ihr ein Problem mit wilden Ghulen habt. Meinen Fragen auszuweichen ist ein sicherer Weg, von unserem Gelände zu fliegen. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Das geht doch wieder in die Hose. Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Da hast du irgendwie recht. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Ich helfe euch weiterhin, aber du schuldest mir erst eine Erklärung. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sterlernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Helen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sterlernen Bruderschaft zu helfen? Sind wir bereit, der Bruderschaft zu helfen? Und ich vermisse dich nicht.